Buongiorno und herzlich willkommen auf unserem Videokanal von Il Carrettiere. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Melo und betreibe seit 2016 den Il Carrettiere Food Truck. In der Corona-Zeit haben wir uns überlegt, ja, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen und euch einfach unsere tollsten Rezepte als Videorezepte zu bieten. Es würde uns freuen, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert. Da werden auch immer wieder authentische sizilianische Gerichte gekocht, die ihr dann auch ganz einfach daheim nachkochen könnt. Heute machen wir die Pasta alla Norma. Die Pasta alla Norma ist eine oder die Pasta in Sizilien mit frischen Auberginen, Tomaten, Knoblauch, Olivenöl und dem sizilianischen Ricotta-Käse. Der Ricotta-Käse ist ein sehr salziger Käse aus Schafsmilch. Hier nicht ganz einfach zu bekommen, aber bei einem gut sortierten Italiener oder Feinkostladen werdet ihr den auch finden. Ja, es geht eigentlich ganz einfach los. Wir schneiden zuerst unsere Aubergine in kleine Stücke. Achtet darauf, dass die Stücke gleichmäßig sind und auch nicht zu groß. So, dann kommen die geschnittenen Auberginen in eine Schüssel oder am besten in ein Sieb und werden dann erstmals mit Salz angemacht. Das hat den Hintergrund, dass die Auberginen dann auch so den Saft verlieren, den Bitterstoff, und auch dann einen schönen, intensiveren Geschmack dann auch haben. Ich habe schon welche vorbereitet, damit es hier nicht allzu lange dauert. Die sind schon fertig. Ja, dann gehen wir zu unserer Pfanne. Die können wir anmachen auf höchste Stufe, und die Pasta, die nachher 7 Minuten braucht, die können wir auch einfach ganz normal mit Salz und sonst rein gar nichts. Das heißt, Nudeln kochen, hier in die Pfanne gutes Olivenöl. Ich habe hier sizilianisches Olivenöl, das benutzen wir auch in unserem Foodtruck immer. Bekomme ich direkt aus meinem Heimatort in Sizilien von meinem Opa. Das garantiert mir auch die allerhöchste Güteklasse beim Olivenöl. Ist auch eine Erspressung. Ja, dann warten wir ganz kurz, dass das Öl etwas heißer wird. Und können in der Zwischenzeit schon mal den Knoblauch kurz von der Schale befreien. Ich habe jetzt hier 2 Knoblauchzehen. So, ab damit in die Pfanne. Hier lassen wir unseren Knoblauch etwas anschwitzen, damit das Öl schön den Geschmack annimmt von dem Knoblauch. So, sobald der Knoblauch ungefähr so aussieht, also leicht bräunlich wird, kommt er direkt raus. Achte darauf, dass er nicht zu braun wird, denn verbrannter Knoblauch schmeckt wirklich sehr, sehr bitter. So, und dann tun wir auch schon unsere Auberginen rein. Und lassen die Auberginen kurz anbraten. In der Zwischenzeit die Tomaten. Schältomaten hatte ich auch schon vorbereitet. Ist hier jetzt eine große Dose, sollte für 2 Personen reichen. Und kommen dann zu den Auberginen dazu. Ab und zu die Pasta früher nicht vergessen.
So, in der Zwischenzeit trennen wir eigentlich auch schon unseren Ricotta-Käse mit einer Reibe klein reiben. Den werden wir dann nachher nämlich auch geriebenen benötigen. Ist auch ein sehr weicher Käse, bricht auch schnell, wie man hier sieht. Aber wirklich für alle, die den Ricotta noch nicht probiert haben, also für alle Käseliebhaber, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Käse mit einem ganz, ganz besonderen und tollen Geschmack, relativ salzigen Geschmack. So, das sollte für uns reichen. Die Auberginen brauchen wir auch nicht nachzusalzen, da wir ganz am Anfang vom Rezept ja die Auberginen mit Salz schon angemacht hatten, damit die den Saft verlieren. So, wenn die Auberginen ungefähr so aussehen, also schon eigentlich leicht gebräunt, geben wir dann auch schon direkt unsere Tomaten oder unsere Schältomaten mit rein. Die können wir ein bisschen mit einer Zange oder mit einer Gabel zerdrücken. Soll jetzt nicht ganz fein sein, weil es doch eine relativ rustikale Soße ist. Also so sollte eigentlich schon reichen. So, dann gehen wir die gerade dazu. So, dann lassen wir das Ganze 4 bis 5 Minuten köcheln. Ganz bisschen Salz, wirklich aber noch eine ganz kleine Menge. Ein bisschen und ein paar Blätter Basilikum. So, in der Zwischenzeit nehmen wir nochmal die Pasta, dass die nicht verklebt. Kochen wir auch relativ mit einer relativ starken Flamme. Dann braucht ihr wirklich auch nur die paar Minuten. So, zu guter Letzt kommt unser Ricotta-Käse rein. Und zwar jetzt nicht komplett, sondern von der Menge, die ich habe, ungefähr die Hälfte, damit wir nachher zum Anrichten noch etwas haben. So. Nochmal kurz durchführen. Die Pasta ist mittlerweile auch schon fertig. Abtropfen, dazugeben, so, so ein bisschen Sauerei gemacht hier. So, durchschwenken nochmal.
kurz aufkippen lassen und dann können wir schon mal unseren Teller bereitstellen und unser Werkzeug, um die Nudeln in den Teller zu verfrachten. So, so sieht dann das Ergebnis aus. Oh, riecht schon wirklich wunderbar. Nehmen wir gerade den Teller um, wir haben ihn ein bisschen verkleckert, dass man die schöne Seite sieht. So, und dann tun wir nochmal etwas Ricotta oben drauf und ein schönes Blatt Basilikum. Und fertig ist unsere Pasta alla Norma. Viel Spaß beim Nachkochen und es würde uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Egal ob auf Instagram, auf Facebook oder auch auf YouTube und euch unsere authentischen italienischen Rezepte anschaut. Ciao, ciao und viel Spaß!